Bisher abends, ich glaube, keiner unserer Helden hat musizieren oder singen. Niemand macht irgendwie sowas am Lagerfeuer zum Entspannen. Abel, mir sieh mal zu. Nee, ich kann nicht singen. Ja, du hast auch sowas von viele Sachen, die du noch wegsteigern musst. Ich brauche noch mindestens 3000 AP, um da 15 Helden draus zu machen. Ja, so ein Dümpelmagier, ey. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Denken, drücken, sprechen. Ich weiß, dass die Worte teilweise nicht ganz ideal sind, aber deswegen ist es ja auch sozusagen jetzt eine Anregungsthread und Ja, aber er meckert rum und weiß es selber nicht besser. Ich überlege gerade noch. Gib mir eine Sekunde. Oder man kann mir ganz viel Geld zahlen, dann werde ich zum Hauswirtschaftsömer. Ich wurde neulich gefragt, wie viel Geld du denn hast. Und ich sagte dann auch, ja, weil auch die Vermutung war, ob du dann rumlügst. Ich sagte, ja, er lügt halt rum. Er hat das alles irgendwie in Artefakte gesteckt und in ein neues Schwert. Und eigentlich ist er gar nicht so ein armes Würstchen. Nee, ich habe ja nur das Schwert gekauft, weil ich nicht wusste, wohin irgendwie mit diesen 600, 700 Dukaten. Und ich mir dachte, ja, habe ich zwar jetzt noch nie benutzt, schleppe ich jetzt mit mir rum. Ist so. Dann habe ich jetzt auch noch den Kurzschwert von Meister Eisenmann. Nicht Eisenmann, sondern aus Gareth, dem Heldenschmied. Thorneisinger. Thorneisinger, genau. Das ist auch noch recht viel wert. Und ich habe noch irgendwie, obwohl ich ja irgendwie so Status 1 habe, irgendwie über 20 Dukaten in der Tasche. Ich meine, 30 oder 40 Dukaten habe ich noch. Aber hey, wenn wir den Räuberbaron begegnen, dann muss ich das halbe Silber pro Bein sparen. Dann muss ich außen rum. Das ist übrigens ein legitimierter Baron, ne? Ja, das kann gut sein. Den Namen habe ich auch schon mal erwähnt. Irgendwo, ich glaube, zwei Dörfer vorher, dass der Baron Terkor für einen Buchenbruch ist. Das ist mir aber erst hinterher beim Hören der Folge aufgefallen. Nachdem ihr dem Baron schon begegnet seid, habe ich das nochmal gehört. Ich dachte so, oh, ja, den Namen habt ihr halt doch schon mal gehört. Aber der hatte auch teilweise Fantasiewappen, teilweise Wappen von Leuten, die irgendwie falsch waren. Da bin ich davon ausgegangen, das ist Ja, kein du, Baron, das ist ein Räuber. ich bin selber davon ausgegangen, dass das ein falscher ist. Schauen wir mal, ob es einen Wiki-Eintrag gibt. Terkol von Buronstag. Oh, der ist 1026 gestorben. Tja, der hätte auch durch die Helden sterben können, ne? Terkol gelang jedoch mit einigen Getreuen die Flucht. Im Jahr 26 starb er schließlich, nachdem Herzogin Walpurga von Löwenhaupt aufgrund seiner immer dreister werdenden Schurkenstücke ihre Truppen erneut gegen ihn mobilisierte. Steht hier hoffentlich nicht drin, wann das war. Wäre natürlich geil, wenn wir aus Jolgomarkt den gleichen Weg zurücknehmen und dann theoretisch irgendwie da vorbeikommen und dann irgendwie Ihn Walpurgas Truppen aufgehängt da immer sehen. sehen. Ja, genau. Oh, die Und irgendwie, Schlachten, Robi. dass irgendwie so ein Banner von Walpurga daneben und so ein Anschlag oder so. An einem Baum. Aber ich glaube, alle werden nicht gehängt, werden geköpft, oder? Ist ja hier erfolgreich, glaube ich. Dann sind eben seine Leute, die da eben daneben gehängt sind und er selber hat dann irgendwo daneben irgendwo so ein Grab oder so. So ein dreckiger Typ ist ein richtiger Baron, ne? Profession Straßenräuber. Ich würde ja sagen, das ist auf jeden Fall gecheatet. Wenn ich mir die Profession Wegelagerer nehme, komme ich niemals mit meinem SO hoch genug, um adelig zu werden, geschweige denn Baron. Ich glaube, Was da ist war denn was. Reichsacht? Was ist das? Das ist sozusagen die Verachtung des Reiches, eine offizielle Aussprache. Also, dass er nicht legitimiert ist, sondern sich da selber dazu ernannt hat und. Nee, eine Reichsacht wird über dich gesprochen, wenn du zum Beispiel, du bist legitimiert, weil du irgendwo im Reich jetzt wirklich Baron bist und dann bekommst du die Reichsacht. Das heißt, das ist so eine Art Verstoß. Genau, eine Bannung. Genau, eine Bannung. Vogelfrei. Du verlierst deine Titel, deine Ansprüche etc. Für dich und deine Familie, glaube ich sehr. Oder vielleicht Seelentier Unke steht hier auch dran. Wen interessiert das? wahrscheinlich Reichsgericht wahrscheinlich, oder? Ja, Seelentier musste bei jedem Abenteuer beistehen, bei den sieben Bezeichnungen, immer. Ah, Zweites Zeichen. Dann, ich habe noch keinen Fehler gemacht. Aventurischer Bote 104 ist der Tod und da sind wir, ach nee, Moment. Scheiße, wir hatten Zeitsprung. Ich muss gerade mal schauen, wann 104 ist. Wir sind jetzt Zar 26. Zar 1096. Bam, 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 November, Dezember. Ingerim Raya. Okay, nee, dann, das ist im Sommer. Im Sommer wird er, gut, da habe ich ja Glück Drei, gehabt. ja, das ist Ende des Jahres, das Ja, heißt, steht genau. jetzt ganz am Ende. Ja, richtig. Also heute haben wir den 19. Zar, oder? Glaube ich. Nach deinem So. Bericht. Ja, genau, 19. Heute ist Aventurischer Angriff Bote der Wölfe. 100. Im Aventurischen Boten 100 ist er auch noch drin. Das könnte ja der aktuelle sein.
Räuberbaron hat erneut zugeschlagen, das Maß ist voll. Saltel. Ein abscheuliches Verbrechen in der Baronie Östling, bei dem ein persönlicher Herold, der in Treue und Freundschaft fest verbundene Herzogtümer Weiden und Tobrien ermordet und ausgeraubt wurde, sorgt derzeit für großes Aufsehen. Am 14. Rondra wurde der Herold losgeschickt. Dass der Herold, der gemäß alter Sitte und solcher deutlich zu erkennen und unbewaffnet war, hinterrücks mit zwei Armbrustbolzen zu Boron geschickt und buchstäblich bis aufs letzte Hemd ausgeraubt wurde. Man war vom Baron Terkol ja schon einiges gewohnt, schreckte 31 Talen nicht mal davor zurück, einem Hilfszug der Travierkirche auf dem Weg nach Tobrien Wegzoll abzupressen. Das ist so ein geiler Typ, ey. So war nun das Maß endgültig voll, zumal er in einem Brief an den Marktverweser offen zu der schändlichen Tat bekannte und weitere Morde androhte, sollte erneut jemand ohne seine vorherige Genehmigung versuchen, sein Lehen zu durchqueren. Alter, ist der durch. Da dachte sich wohl jemand, ich kann mir alles erlauben. Drei Banner, 150 Bewaffnete haben nach dem Typ gesucht. Das ist wahrscheinlich eine unwegsame Gegend. Das habe ich ja beschrieben. Wie aus den Schwarzen Landen wieder rauskommen, über den Pass zurück und dann stehen da drei Banner, so 150 Soldaten quer verteilt überall in der ganzen Gegend rum. Und man denkt sich so, fuck, warum? Wir kommen doch aus den Schwarzen Landen. Vom Regen in die Traufe. Wo ist dann hiervon wahrscheinlich? Also wenn ich das hier richtig lese, dann wurde den anderen Straffreiheit versprochen und dann wurde er, glaube ich, verraten von den anderen, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Hallo Niklas. Bap, badadap. Du weißt schon, dass das alles aufgenommen wird, ne? Vielleicht findet mich ja irgendein Scout oder so, der mich dann jetzt so unter Vertrag nimmt. Okay. Nach diesem geilen Song, den ich geschrieben habe. Nur für dich, Olruk. Dein Intro. Wir müssen wirklich mal so, wer ist eigentlich Ragnar Heldenmund Olsson? Ist er wirklich im aventurischen Boten Schreiber? Ist er vielleicht ein Auge des Namenlosen? Ist er vielleicht der Namenlose? Oder vielleicht ist er doch nur ein einfacher Hänfling? Das und vieles mehr finden Sie heute bei Wer ist eigentlich Ragnar Heldenmund Olsson, genau. Drachentöter, Karakilschlechter? Der einzig wahre große Gott. Ja, also der Typ hier ist im Kampf gestorben. Also er wurde hier in einem Gutshof, wurde er gestellt, zusammen mit seiner, in Anführungsstrichen, Leibgarde und wurde dann kaputt gemacht. Also dann kannst du ihn auch irgendwie nochmal aufspießen oder sowas am Wegesrand. Das hätte ich mir, glaube ich, vorgestellt. Vor allem, er ist ja auch kein richtiger Adliger. Also ich glaube, die haben ihn dann wirklich hingehängt. Wir haben gerade erfahren, Niklas, dass der Terkol von Buchenbruch, dieser Räuberbaron, der euch da das Silber abgepresst hat, dass der auch Travierkirche abgepresst hat, wenn die dann vorbeireitet und irgendwelche Leute vom Herzog, der hat gesagt, ja hier, nee, du bist gar kein richtiger Baron, geh mal weg. Den Botschafter hat er auch getötet. Geiler Typ. Ich habe übrigens gerade gedacht, als du diese Sachen vorgelesen hast, so, oh shit, hat er das mit gemeint? Du bist in der Aufnahme, wir spielen gerade? Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Ich meine, der ist bei mir sympathisch, nachdem er den amerikanischen Akzent hatte. Howdy, und Freunde. Freedom Bring. Freunde mit OI. Freunde. Ich bringe Freedom. Ich hatte den Namen aber schon mal erwähnt, also als ihr dann sagtet, nö, wir kennen den Namen nicht, das ist gelogen gewesen. Wahrscheinlich waren wir einfach dumm und konnten uns nicht an ihn erinnern. Ja, genau, das ist das Problem. Ich konnte mich aber auch nicht dran erinnern, dass ich den erwähnt hatte. Ich wusste nur, dass ich was von Räuberbaron gesagt hatte, aber dass ich den Namen auch schon erwähnt hatte, wusste ich nicht.